Und somit kommen wir zum wahrscheinlich größten Eintrag dieses Eisbergs. Historische Persönlichkeiten. Dank dem alternativen Geschichtsverlauf gab es nicht nur nie einen Zweiten Weltkrieg, auch der Weg vieler historischer Persönlichkeiten war ein anderer, auch wenn diese sich meist im Hintergrund der Story aufhalten. Dadurch, dass ich Robert Oppenheimers Rolle in der Resistance-Welt bereits im Comic-Fact beschrieben habe, lasse ich ihn mal außen vor. Am Anfang werde ich immer die historische Persönlichkeit kurz forschen mit ihren Errungenschaften, ihrer Geschichte im realen Leben und danach ihre Resistance-Variante. Fangen wir an. Die erste davon ist Richard Winters, geboren am 21.01.1918 und gestorben am 2.11.2011. Er war ein amerikanischer Offizier im Zweiten Weltkrieg. Im Verlauf des Krieges wurde er zum Major befördert. Als Fallschirmjäger nahm er in den frühen Stunden am 6. Juli 1944 am D-Day teil. 1951 war Winters Trainingsoffizier im Koreakrieg, verließ die Armee hingegen kurz zu seinem Einsatz, da es Veteranen des Zweiten Weltkrieges gestattet war, auszutreten, wenn sie seitdem nicht mehr im Einsatz waren. Winters erlangte später nochmal Berühmtheit durch seine Darstellung durch Damian Lewis in der von Steven Spielberg erschaffenen und Tom Hanks produzierten HBO-Miniserie Band of Brothers aus dem Jahr 2001. Trotz seiner vielen Auszeichnungen blieb Winters bescheiden. Während eines Interviews zu Band of Brothers zitierte er aus einem Brief von Sergeant Miron Rennie: "The letter that Mike Rennie wrote me, you do. Do you remember how I ended it? I cherish the memories of a question my grandson asked me the other day when he said, 'Grandpa, were you a hero in the war?' Grandpa said no." But I served in a company of heroes. Mit 92 Jahren verstarb er, nachdem er über mehrere Jahre hinweg an Parkinson gelitten hatte, einer chronisch degenerativen Krankheit, die das motorische System betrifft. Ein Jahr später starb seine Frau Ethel im Alter von 102 Jahren. In Resistance Fall of Man führte Winters als Teil des 1. Ranger-Regiments alle überlebenden Kräfte in New York und hielt mit seinen Einheiten eine Busstation, bis amerikanische Verstärkung eintraf. Die Besten gewannen die Schlacht jedoch durch Raketeneinsatz, gegen die Menschen machtlos waren. Die bewusstlosen Soldaten wurden in das Umwandlungszentrum in Grimsby gebracht, wo wahrscheinlich auch Winters in eine Bestienvariante verwandelt wurde. Es wurde allerdings erst 2016 bestätigt, dass es sich bei den beiden Winters um die gleiche Person handelte. Im Proletariat, dem Resistance-Äquivalente des Simpsons Podcasts der Reginald Clank-Reihe, wurde dies von Charakterdesigner Damon Iannuzzi bestätigt, der später in diesem Eisberg noch einen eigenen Eintrag hat. Oh. The Americans regrouped at an abandoned bus depot in Southeast Europe. Under the command of a Captain Winters, they staged a daring... That's Winters and the Aviators. When you finally see him, he's gonna be real ugly looking. Die zweite historische Persönlichkeit ist Herbert Hoover, geboren am 10.08.1874 in Iowa und gestorben am 20.10.1964 in New York. Er war von 1921 bis 1933 der 31. US-Präsident. Am Anfang des Ersten Weltkrieges wurde er von Präsident Woodrow Wilson zum Leiter der United States Food Administration ernannt. Nach dem Krieg unterstützte er den Wiederaufbau und die Lebensmittelversorgung in Europa. Er war sehr unbeliebt bei der Bevölkerung, da er zur Zeit der großen Depression als mitleidlos wahrgenommen wurde und ist auch heute noch als einer der unbeliebtesten Präsidenten in Erinnerung. 1932 verlor er hoch gegen Franklin D. Roosevelt. 1930 unterschrieb er das Spoof-Hawley-Zollgesetz, welches laut Öko-Historikern die große Depression verschlimmerte. Das Gesetz führte eine protektionistische Handelspolitik ein, sprich Beschränkung von Importprodukten aus anderen Ländern durch Zölle auf Importwaren und eine Menge anderer staatlicher Vorschriften. In der Welt von Resistance legte Herbert Hoover Ende Oktober 1929 sein Veto gegen dieses Gesetz ein, welches er dem Volk per Radio verkündete. Am grünen Dienstag, sprich den nächsten Handelstag, machte der Dow Jones, also die Aktienindizen, sprich die Kennzahl für die Entwicklung ausgebildeter Aktienkurse an der Wall Street, seine Verluste wieder wett. Historische Persönlichkeit Nummer 3 ist Douglas MacArthur. Geboren am 26.01.1880 in Arkansas, gestorben am 5.04.1964 in Washington. Er war Officer der United States Army, Brigadegeneral im Ersten und General of the Army, sprich der zweithöchste Armeerang, im Zweiten Weltkrieg. Im Pazifikkrieg war er Oberbefehlshaber, zudem hatte er nach dem Ende im Zweiten Weltkrieg im besetzten Japan den Oberbefehl. Bis zu seiner Entlassung am 11.04.1951 befehligte er die Friedenstruppen der Vereinigten Nationen im Koreakrieg. Er ist einer der höchst dekorierten Soldaten der Geschichte des amerikanischen Militärs. Bei seiner Heimkehr wurde MacArthur verehrt. Für die Republikaner war er 1951 für die Wahl des US-Präsidenten im Gespräch. Er lag im Konflikt mit dem damaligen Präsidenten Henry Truman, der ihn dieser aus dem Koreakrieg entließ, da er sich für den Einsatz von 49 Atomwaffen auf nordkoreanische Städte und Ausweitung des Konfliktes mit China einsetzte. Na, schon gut, dass er nicht gewonnen hat.
Historiker Hiel Ferguson sagte dazu Folgendes. 1951 war wohl der einzige Moment in der Geschichte, in der Amerika kurz davor stand, das Schicksal der Römischen Republik zu teilen. Der Mann, der die Rolle Caesars gespielt hatte, war General Douglas MacArthur. Er überschritt gewissermaßen den Rubikon, als er Truman noch öffentlich kritisierte. Die Herausforderung des Präsidenten fand nicht nur den Beifall, sondern auch die Unterstützung der Führung der Republikaner im Kongress sowie einen beachtlichen Teil der konservativen Presse. Als Truman ihn ablösen ließ und er zu Hause als Hildenfang wurde, schien die Verfassung zur Disposition zu stehen. Nach seinem Tod nahm an die 150.000 Menschen an seinem Trauerzug in Washington teil. In der Welt von Resistance war er das ranghöchste Militärmitglied der US-Armee. Laut Dokumente Serpent Intelligence Memorandum 20 am 2.6.1953 wurde er Commander in Chief, nachdem Präsident McClellan und Mitglieder des Kabinetts von Bestienkampfjägern abgeschossen wurden, kurz nach dem Fall des Liberty-Verteidigungsgürtels. Er war aber nicht Präsident, da seine Führung nur vorübergehend sein sollte, bis man einen neuen Präsidenten wählen konnte. Der Roman Resistance, A Hole in the Sky, bestätigte, dass MacArthur in der Schlacht von Phoenix von einem Titan getötet wurde. Diese Schlacht fand nach der Zerstörung des Liberty-Verteidigungsgürtels statt, während Hale im Koma lag. Historische Persönlichkeit Nummer 4 ist Richard Phillips Feynman, geboren am 11.05.1918 in Queens, gestorben am 15.02.1988 in Los Angeles. Er war einer der größten Physiker des 20. Jahrhunderts. Zusammen mit vielen anderen großen Physikern seiner Zeit arbeitete er am Manhattan-Projekt und half beim Bau der Atombombe. Eine seiner Aufgaben war die Organisation der umfangreichen numerischen Rechnungen. Seine Frau, Arlene Greenbaum, die er als Teenager kennenlernte, starb am 16.06.1945 an Tuberkulose. Seit Red Dead Redemption 2 habe ich einen ganz anderen Bezug zu dieser Krankheit. 1965 gewann er zusammen mit Julian Schwinger und Shinshiro Tomonaga den Nobelpreis für seine Arbeit zur Quantenelektrodynamik, sprich die quantenfeldtheoretische Beschreibung des Elektromagnetismus, welche heute Standard ist. 1987 wurde seine seit vielen Jahren bekannte Krebserkrankung akut. Er entschied sich gegen Behandlung und hielt zwei Wochen vor seinem Tod seine letzte Vorlesung. Seine letzten Worte waren: Gut, dass man nur einmal sterben muss. Es ist so langweilig. Eines seiner bekanntesten Zitate lautet: Wir müssen unbedingt Raum für Zweifel lassen, sonst gibt es keinen Fortschritt, kein Dazulernen. Man kann nichts Neues herausfinden, wenn man nicht vorher eine Frage stellt. Und um zu fragen, bedarf es des Zweifels. In der Welt von Resistance war er Wissenschaftler bei Serpa und untersuchte die Grautechnologie der unbekannten Alienrasse. Dabei machte er viele Entdeckungen, zum Beispiel Langstreckenkommunikation zwischen den Komponenten, basierend auf seiner Theorie der Quantenelektrodynamik. Am 11.06.1953 wurde er von Dr. Malikow besucht und die beiden tauschten ihre Theorien aus über die Verbindung zwischen Grautechnologie und den besten Aktivitäten über dem Chicxulub-Krater. Feynman war fasziniert von Malikows Theorie über den Zweck des Bestien-Turm-Netzwerks, ein Wurmloch zu erzeugen, welches große Objekte sehr schnell über sehr weite Entfernungen hinweg transportieren kann. Nachdem Malikow ihn verließ, um den komatösen Hale zu sehen, spekulierte Feynman darüber, dass die Erde eine interstellare Kampfstation für die Bestien war zur Zeit des Krieges zwischen Eden und der unbekannten Alienrasse vor 65 Millionen Jahren. Er meinte allerdings, dass dies eine wilde Spekulation und Theorien seien. Die fünfte historische Persönlichkeit ist Großfürst Michael II., geboren als Michael Alexandrowitsch Romanow. Geboren zwischen dem 22.11. und dem 4.12.1878 in Puschkin, gestorben am 13.06.1918 nahe Perm. Er war der Bruder des letzten russischen Zaren Nikolaus II. Am 30.10.1912 heiratete er seine Frau Natalie Sergejewna. Da sein Bruder die Ehe aber ablehnte, wurde das Paar aus Russland verbannt. Der Erste Weltkrieg brachte Nikolaus dazu, seinen Bruder zu verzeihen. Dieser wurde Offizier in der russischen Armee und übernahm das Kommando über die wilden Divisionen an der Front. Durch seinen Einsatz an vorderster Front war er bei den Soldaten sehr beliebt. Am 15.03.1917 musste Nikolaus II. Als Folge der Februarrevolution abdanken und übergab das Zepter an Michael. Er wollte, dass das Volk in geheimen Wahlen darüber entscheiden sollte, um die Monarchie in Russland erhalten zu können. Er verzichtete auf den Thron und die provisorische Regierung war schwach. Als Konsequenz wurden die Freiheiten der ganzen Romanow-Familie eingeschränkt. Im Herbst 1917 begann die Oktoberrevolution, in der die Bolschewiki die Macht übernahmen. Das Perma-Parteikomitee beschloss Juni 1918 die Ermordung Michaels. In der Nacht von dem 12. auf den 13. Juli drangen bewaffnete Männer in das Hotel ein, in dem seine Familie, er und einige Diener untergebracht waren. Heute in einer Kutsche wurden sie aus Perm hinausgebracht. Sein Sohn und er wurden in einem naheliegenden Wald erschossen und dort wurde seine Leiche auch begraben. Bis heute ist das Grab von Michael II. Nicht gefunden worden. In der Welt von Resistance akzeptierte Michael den Titel des Zaren und war von 1917 bis zum Beginn des Westkrieges der letzte russische Zar. Er war zum Frieden mit Deutschland gezwungen aufgrund seiner limitierten Ressourcen. Dabei musste er große Teile von Osteuropa an Deutschland abtreten. Er zerschlug den Aufstand der Bolschewiki, trotzdem hielten viele Unruhen in Russland inne und Zar Michael wurde paranoid.
Er schottete Russland von der Außenwelt ab und unterband jegliche Kommunikation mit der Außenwelt. Diese Entscheidung führte zu Russlands Auslöschung durch die Bestien. Die sechste von 18 historischen Persönlichkeiten ist Henry Cabot Lodge Sr., geboren am 12.05.1850 in Boston, verstorben am 9.11.1924 in Cambridge. Er war ein US-Politiker, der den Bundesstaat Massachusetts im Kongress vertrat. Von 1880 bis 1881 gehörte er in den Repräsentantenhause von Massachusetts an. 1887 wurde er als Abgeordneter in das Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten gewählt. 1893 wechselte er in den Senat. Bis zu seinem Tod 1924 war er Senator seines Heimatstaates. Henry Cabot war gegen die Beitritte der Vereinigten Nationen in den Völkerbund, sprich das kollektive Sicherheitssystem durch Rüstungsabbau. Dieser wurde vom Präsident Woodrow Wilson ohne Beteiligung der USA gegründet. Lodge gilt als Vater des amerikanischen Expansionismus und setzte sich für eine Reform der Marine und ein strikteres Einwanderungsgesetz ein. 1924 starb Lodge in einem Schlaganfall und wurde auf dem Mount Auburn Friedhof in Cambridge beigesetzt, wo auch einige seiner Vorfahren und sein Enkel ruhen. In der Welt von Resistance stand in Opposition zu Woodrow Wilsons Entscheidung, Deutschland im Ersten Weltkrieg den Krieg zu erklären. Der Kongress führte eine überlegene Mehrheit von Isolationisten, um Wilsons Nachfrage eines amerikanischen Beitritts in den Krieg im Keim zu ersticken. Historische Persönlichkeit Nummer 7 ist Nikola Tesla. Geboren am 10. Juli 1856 in Smiljan, gestorben am 7.01.1943 in New York. Er war Physiker, Elektroingenieur und Erfinder. Für seine Erfindungen erhielt er in 26 Ländern über 280 Patente, davon alleine 112 in den USA in 50 Berufsjahren. 1916 wurden für seine Leistungen die AIII Edison Medal verliehen. Eine hohe Auszeichnung für eine Karriere verdienstvoller Fortschritte in der Elektrotechnik, in Wissenschaft, Ingenieurswissen und Kunst. Zudem ist es die älteste und begehrteste Medaille in diesem Gebiet. In den 30ern wurden ihm 12 Ehrendoktortitel gegeben. Tesla sprach 8 Sprachen fließend und soll ein fotografisches Gedächtnis gehabt haben. In der Welt von Resistance patentierte Tesla 1928 ein Lufttransportsystem. Das erste Beispiel des VTOL. Daraus entstand der UH-17 Atlas und sein Nachfolger, der UAV-17 Hawk. Die achte historische Persönlichkeit ist Frederick Fritz Kneeland, ein am 23.04.1920 geborener amerikanischer Soldat, der zusammen mit seinen Brüdern Edward, Preston und Robert im Zweiten Weltkrieg diente. Edward wurde als vermisst gemeldet, nachdem er von einem Einsatz am 16.06.1944 in Burma nicht zurückkehrte. Robert und Preston fielen innerhalb der nächsten 24 Stunden, weswegen Frederick als der einzig überlebende Bruder galt und in die USA zurückgeschickt wurde. Edward war längst am Leben, hinter einem japanischen Kriegsgefangenenlager, aus dem er von britischen Einheiten befreit wurde. Diese Geschichte ist die Grundlage für Steven Spielbergs Film Der Soldat James Ryan. Frederick Kneeland starb am 1.12.1983. In der Welt von Resistance starben all seine Brüder im Bestienkrieg und er erhielt eine ehrenhafte Befreiung vom Dienst. Seine Entlassungsberichte kann man in Resistance Burning Skies finden. Ich zitiere: Abteilung der Armee, Hauptquartier, US Army Unterstützungskommando, Bexley, England, DNQRCS. Sergeant Frederick Kneeland, H-Kompanie, 501. Fallschirm-Infanterie-Regiment, 101. Luftlander-Division. Lieber Sergeant Kneeland, ich spreche Ihnen mein tiefstes Mitgefühl aus wegen dem Verlust Ihres Bruders, Lieutenant Preston Kneeland, 22. Infanterie-Regiment, 4. Infanterie-Division, der am 17. Juli 1951 seine Wunde im Kampf gegen den Feind erlag. Die Neuigkeiten vom Tod Ihres Bruders sind für uns ein großer Schock und sein Verlust wird schmerzlich in dieser Organisation zu fühlen sein. Ich hoffe, dass Sie Trost in dem wissen, dass Preston ein außerordentlicher Soldat war, der am Dienst seines Landes gestorben ist. Persönlich. Und für die Offiziere und Männer dieses Kommandos. Bitte akzeptieren Sie unser tiefstes Mitgefühl. Unsere Aufzeichnungen implizieren, dass alle drei Ihrer Brüder im Krieg getötet wurden. Was bedeutet, dass Sie als letzter überlebender Mann Ihrer Familie eine ehrenhafte Entlassung der US States Army erhalten. Mit freundlichen Grüßen, Captain Philip Harvey, US Army Unterstützungskommando, Bexley, England. Die neunte historische Persönlichkeit ist der unbeliebteste Präsident der ganzen Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika, Woodrow Wilson. Wilson wurde am 28.12.1856 in Staunton, Virginia geboren und verstarb am 3.2.1924 in Washington. Er war von 1913 bis 1921 der 28. Präsident der Vereinigten Staaten. Während seiner zweiten Amtszeit traten die USA in den Ersten Weltkrieg ein. Am 10.01.1920 gründete er den Völkerbund. 1919 wurde ihm der Friedensnobelpreis verliehen. Für seine Verdienste um die Beendigung des Ersten Weltkrieges und die Gründung des Völkerbundes. Auch für seine Zeit galt Wilson als besonders starker Rassist. In seinem fünfbändigen Geschichtswerk A History of the American People schrieb er folgendes. Und vorweg sage ich gleich, nein, nur weil ich das zitiere, stehe ich definitiv nicht hinter seinen Aussagen.
Die weißen Männer des Südens wurden aufgerüttelt durch den bloßen Selbsthaltungstrieb, sich mit gerechten Mitteln oder mit schrecklichen zu befreien von der unerträglichen Last einer Regierung, die sich auf die Stimme der Ungebildeten stützte und im Interesse von Abenteurern geführt wurde. Jede ländliche Gegend wünschte sich ihren eigenen Ku Klux. Sie gründeten Verschwiegenheit und Geheimnis, wie die Mutterhöhle in Pulaski, bis letztlich ein großer Ku Klux Klan, ein unsichtbares Reich des Südens entstanden war, in lockerer Organisation miteinander verbunden und das Land des Südens vor einigen der übelsten Gefahren in der Zeit der Umwälzung zu schützen. Am 25.09.1919 erlitt Wilson einen körperlichen Zusammenbruch und am 2.10.1919 einen Schlaganfall, der eine halbseitige Lähmung zur Folge hatte. Sein Arzt, Cary Travers Grayson, erklärte ihn aufgrund ihrer Freundschaft allerdings nicht für amtsunfähig. Die Routine der Aufgaben wurde von seiner Frau Edith übernommen. Er wollte noch für eine dritte Amtsperiode kandidieren, dies wurde aber von den führenden Politikern seiner Partei, die Demokraten, untersagt. Einer seiner letzten öffentlichen Auftritte war die Beerdigung seines Nachfolgers Warren Gamaliel Harding. Woodrow Wilson starb in 67 Jahren. Seine Pension betrug etwas weniger als 3 Jahre, einer der kürzesten aller US-Präsidenten. In der Welt von Resistance setzte er sich dafür ein, den Kongress zu überzeugen, Deutschland den Krieg zu erklären, welches allerdings von Henry Cabot Lodge verhindert wurde. Als Konsequenz von Woodrows Niederlage die Isolationisten blieb die amerikanische Bevölkerung von Isolationismus überzeugt, bis zum Anfang des Bestienkriegs. Historische Persönlichkeit Nummer 10 ist Eduard VIII, auch Edward VIII genannt, mit vollständigen Namen Edward Albert Christian George Andrew Patrick Davis. Meine Fresse! Geboren am 23.06.1884 in der Beitelschen London, gestorben am 28.06.1972 in Paris. Er war von Januar bis Dezember 1936 König des Vereinigten Königreichs und Kaiser von Indien. Aus dem 1917 neu begründeten Haus Windsor war er der zweite Monarch. Aus demselben Haus stammt übrigens die Queen. Sein Vater Georg V. starb am 20.01.1936, woraufhin sein Sohn den Thron betrat. Die Konservativen sahen ihn als Gefahr, da sie befürchteten, er würde sein Amt nicht neutral ausführen. Nachdem man Südwales Kohleminen besichtigte und meinte, dass sich an den Zustand was ändern müsse. Am 16. Juli 1936 verhinderte die Polizei ein Attentat auf ihn. Bis zu seiner Abdankung wurde er nicht gekrönt. In der Welt von Resistance blieb er sehr viel länger im Amt, weswegen er im April 1949 in die Vereinigten Staaten einreiste, um Informationen über die Isolation Russlands zu sammeln. Edward legte Präsident Noah Grace Beweise für die Existenz der Bestien vor und drängte ihn, Europa zu helfen. Nach dem Fall von Europa wurde er vermutlich in die Kolonie Avalon 1 nach Australien gebracht. Sein Schicksal ist ungewiss. Die 11. historische Persönlichkeit ist Wladimir Iljitsch Lenin, geboren am 24.07.1870 in Simbirsk, gestorben am 21.01.1924 in Moskau. Er war der Vorstand der Bolschewiki und gilt als Gründer der Sowjetunion. 1917 riss er während der Oktoberrevolution die Macht an sich, schränkte die Meinungsfreiheit ein und eroberte den Großteil der Gebiete des ehemaligen Russischen Reiches. Nach seinem Tod wurde sein Körper einbalsamiert und in ein Mausoleum an der Kremlmauer ausgestellt. In der Welt von Resistance zerschlug Zar Michael II. Den Aufstand der Bolschewiken und Lenin wurde in einem Gulag in Westsibirien gebracht, wo er vermutlich verstarb. Die 12. historische Persönlichkeit ist Robert Alfonso Taft, geboren am 8.9.1889 in Cincinnati in Ohio, verstorben am 31.07.1953 in New York. Er war ein US-Politiker und Republikaner. Seine Familie lebte seit dem 18. Jahrhundert in Ohio. Sein Vater war der 27. US-Präsident William Howard Taft. Er galt als einer der prägendsten Politiker der konservativen Bewegung und war prominenter Gegner des Ku Klux Klan. Galt allerdings als langweiliger Redner. Als Senator war er strikter Verfechter der Isolationspolitik und sprach sich gegen den Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg aus. Dies änderte sich mit dem Angriff auf Pearl Harbor. Er war einer der stärksten Kritiker an Präsident Trumans Handhabung des Koreakriegs. Dreimal versuchte er Präsident zu werden. April 1953 wurde bei ihm Krebs diagnostiziert. Er verstarb an einer Hirnblutung im Krankenhaus. Einer seiner großen Fans war der spätere US-Präsident John F. Kennedy. In der Welt von Resistance versuchte er die Wahl von Franklin D. Roosevelt zum Präsidenten zu verhindern, was an seinem langweiligen Rednerstil scheiterte. Zu seinen Bewunderern gehörte jedoch auch der spätere US-Präsident Noah Grace, der Tafts Isolationspolitik umsetzte, was den Grundstein für den Verlauf des Bestienkrieges auf amerikanischem Boden legte. Historische Persönlichkeit Nummer 13 ist Leonid Alexejewitsch Kulik, geboren am 19.08.1883 in Tartu, gestorben am 24.04.1942 bei Spa-Demensk. Er war ein russischer Mineraloge, bekannt für seine Forschung auf dem Gebiet der Meteoriten. Im russisch-japanischen Krieg von Februar 1904 bis Sommer 1905 diente er in der Armee. Anschließend verbrachte er eine gewisse Zeit im Gefängnis aufgrund von revolutionären Aktivitäten. Bis zum Ende des Ersten Weltkrieges war er erneut in der russischen Armee. Nach dem Krieg lehrte er Mineralogie in Tomsk. 1927 leitete er die erste sowjetische Forschungsexpedition nach Tunguska, wo er lokale Zeugen befragte, jedoch keine Meteoritenfragmente fand.
1941 meldete sich Kulik nach dem Angriff der Nazis auf Russland bei einer Reservetruppe, geriet Kriegsgefangenschaft und verstarb im Gefangenenlager an Typhus. In der Resistance-Welt verschwand Kulik zusammen mit der Expedition 1920 in Tunguska. Nur eine Kamera und eine herausgerissene Seite seines Tagebuchs wurden in der Nähe des Dorfes Banavara gefunden. Dieses wird im Fakt Akti in Tier 6 noch eine Rolle spielen. Wahrscheinlich wurde er von den Bestien getötet. Geologen vermisst. Kulik und seine Männer verstarben wahrscheinlich in Sibirien. Nach Monaten der Spekulation hat die russische Regierung ihre Suche nach Leonid Kulik und seinem Team von Entdeckern endlich abgebrochen. Die Expedition brach Mitte August auf, um die Potte-Kamenaya-Flussregion im Tunguska-Areal zu untersuchen, der Ort, an dem sich 1908 eine mysteriöse Explosion ereignete. Die Kommunikation zwischen Kulik und seinen Kameraden an der Akademie der Wissenschaften brach 20 Tage später ab. Rettungstrupps wurden geschickt mit der Aufgabe, Kuliks Weg zurückzuverfolgen, doch sie kehrten wieder und wieder mit leeren Händen zurück. Da der harte sibirische Winter jedes Jahr früher startet, Bestienterraforming, ist die Landschaft seitdem zu unbarmherzig zu überqueren. Offizielle erklären, dass die Chancen des Überlebens in dieser Region quasi bei Null sind. Besonders wenn man die Zeitspanne in Betracht zieht, seitdem die Geologen fort sind. Historische Persönlichkeit Nummer 14 ist Nikolaus II., geboren Nikolaus Alexandrowitsch Romanow. Geboren am 18. Mai 1868 in Zarkoje, gestorben am 17. Juli 1918 in Jekaterinburg. Er war der letzte Zar des Russischen Reiches. Durch seine Autokratenpolitik und Ablehnung demokratischer Reformen hatte er maßgeblichen Anteil am Zerfall der Monarchie in Russland während des Ersten Weltkriegs. Sein Großvater, Zar Alexander II., wurde beim Bombenattentat getötet. Damals 12-jährige Nikolaus sah noch, wie sein verletzter Großvater in das St. Petersburger Winterpalais gebracht wurde. Sein Vater Alexander III. Starb nach kurzer Krankheit am 1.11.1894 trotz der Behandlung durch Rasputin, woraufhin der 26-jährige Nikolaus den Thron bestieg. Am 26. Mai 1896 wurde er gekrönt. Über das Grundprinzip seiner Herrschaftsauffassung sagte er folgendes: Ich bin glücklich, Vertreter aller Stände zu sein, die gekommen sind, um ihre untertänigen Gefühle auszudrücken. Aber ich habe gehört, dass in letzter Zeit in einigen Semstwo-Vertretungen Stimmen laut geworden sind, die sinnlose Träumereien über eine Beteiligung von Semstwo-Vertretern an der Staatslenkung nachhingen. Alle sollen wissen, dass ich mit all meinen Kräften dem Wohl des Volkes dienen werde, aber dass ich deshalb das Prinzip der Autokratie ebenso fest und beständig hochhalten werde, wie mein unvergesslicher Vater. Die Februarrevolution 1917 bedeutete das Ende für Nikolaus II. Er wurde von der provisorischen Regierung im Alexanderpalast unter Hausarrest gestellt. Die komplette Zarenfamilie wurde nachts am 17. Juli per Erschießung hingerichtet. In der Welt von Resistance ging Nikolaus II. Während der Oktoberrevolution 1917 in Sibirien ins Exil, nachdem er seinen Bruder Michael II. Als neuen Zar bestimmt hatte. Sein Bruder zerschlug die Revolution und schickte Lenin in den Gulag. Das Schicksal Nikolaus II. Während der Bestienkriege ist unbekannt. Wahrscheinlich hat er nicht überlebt, da er sich am Anfang des Bestienkrieges am Ausgangsort des Krieges befand. Die 15. historische Persönlichkeit mit Abstand eine der bekanntesten ist Franklin Delano Roosevelt. Geboren am 30.01.1882 in New York, gestorben am 12.04.1945 in Georgia. Er war vom 4.03.1933 bis zu seinem Tod der 32. US-Präsident und Demokrat. 1932 wurde er bei einer Präsidentschaftswahl von Herbert Hoover besiegt. Insgesamt wurde Roosevelt dreimal wiedergewählt. Unter Woodrow Wilson war er von 1913 bis 1920 Staatssekretär. Unter seiner Herrschaft schickte die USA in den Zweiten Weltkrieg ein, dessen Ende er nicht mehr erlebte, der einige Wochen vor der Kapitulation der Wehrmacht an einer Hirnblutung starb. Unter den Amerikanern gilt jetzt einer der beliebtesten Präsidenten aller Zeiten. In der Welt von Resistance wurde unter ihm der UH-17 Atlas von Nikola Tesla entwickelt. Roosevelt war sich der Gefahr durch die Besten bewusst, weswegen er viel Geld der Nation in die militärische Aufrüstung steckte, was ihn beim Volk sehr unbeliebt machte, da diese nichts von der Existenz der Besten wussten. Ihnen wurde nämlich verklickert, es handelte sich um eine Krankheit namens europäische Influenza. Noah Grace besiegte ihn 1940 im Wahlkampf, nachdem dieser Roosevelt mit seiner Propaganda als Kriegstreiber verunglimpfte. Historische Persönlichkeit Nummer 16 ist Willard Libby. Geboren am 17.12.1908 in Colorado, gestorben am 8.9.1980 in Los Angeles. Er war ein amerikanischer Chemiker und Physiker, der 1960 den Nobelpreis in Chemie für seine Erfindung der Radiokohlenstoffmethode bekam, ein Verfahren zur Datierung kohlenstoffartiger Materialien. Seine Gebiete waren Isotopenforschung und Radioaktivität. Von 1941 bis 1945 arbeitete er beim Manhattan-Projekt am Bau der Atombombe. Seine Radiokohlenstoffmethode spielt eine große Rolle in der Gerichtsmedizin, in der Paläopathologie und ist revolutionär in der Archäologie. In der Welt von Resistance ist Libby ein Serverwissenschaftler und seine Radiokohlenstoffmethode wurde benutzt, um das Alter der Grautechnologie-Komponenten festzustellen. Die vorletzte historische Persönlichkeit ist Orson Welles, geboren am 6.5.1915 in Winscoin, verstorben am 10.10.1985 in Los Angeles. Er war ein amerikanischer Film- und Theaterregisseur
Autor und Schauspieler. Sein erster Kinofilm, Citizen Kane von 1941, gilt als das bedeutendste Werk der Filmgeschichte. Bekanntheit erlangte er auch für seine Hörspielversion vom Krieg der Welten. Bekannte Welles-Filme sind unter anderem Die Lady von Shanghai, Im Zeichen des Bösen und Macbeth, der Königsmörder. Als Schauspieler trat er zusätzlich in Der dritte Mann, in Den Clown der Borgia, Napoleon, Moby Dick, David und Goliath, der ersten Verfilmung von James Bond, Casino Royale, Waterloo, Die Schatzinsel und als Erzähler in Mel Brooks' Die verrückte Geschichte der Welt. Er war ein Freund von Franklin D. Roosevelt, unterstützte seinen Wahlkampf. Im Alter litt er zusehends an Fettleibigkeit. Im Alter von 70 Jahren verstarb er in seinem Haus in Kalifornien. In der Welt von Resistance zog er seine Krieg der Welten Hörbuchfassung im Radio vor, was Panik unter der Zivilbevölkerung verursachte und das Weiße Haus dazu veranlasste, seine Karriere zu ruinieren, da die Regierung zu diesem Zeitpunkt bereits von der Existenz der Bestien wusste und diese geheim hielt. So, jetzt aber. Die letzte historische Persönlichkeit ist Emily Mary Earhart, geboren am 24.07.1897 in Kansas. Sie war eine amerikanische Flugpionierin und Frauenrechtlerin. Sie wollte seit 1920 fliegen lernen und arbeitete in 28 Jobs, um sich Flugschulen leisten zu können. Ihre Eltern ließen sich 1924 scheiden, weswegen sie ihrer Mutter zuliebe ihr Flugzeug verkaufte und einen Sportwagen erwarb. In Boston arbeitete sie als Lehrerin und als Sozialarbeiterin. Berühmt erlangte sie durch einen 20-stündigen Flug über den Atlantik als erste Frau in einem Nonstop-Flug als Passagierin vom 17. bis 18. Juli 1928. Nach der Landung sagte sie in einem Interview dazu: Stulz ist die ganze Strecke allein geflogen. Zwangsläufig. Ich war nur Gepäck. Wie ein Sack Kartoffeln. Sie fügte hinzu: Vielleicht werde ich es eines Tages alleine versuchen. Am 11.01.1935 verflog sie als erste Mensch im Alleinflug den Pazifischen Ozean zwischen Honolulu und Oakland. Im selben Jahr den Soloflug von Mexiko-Stadt nach Newark. Kurz vor ihrem 40. Geburtstag nahm sie sich vor, als erster Mensch die Erde am Äquator zu berühren. Am 2. Juli 1937 hob sie von Ley in Neuguinea ab, um den Pazifik hinter sich zu lassen, und flog die Hawaii-Inseln an, wo sie den letzten Zwischenstopp einlegen wollte. Um 8.40 Uhr Ortszeit gab ihr Navigator die Flugrichtung durch. Danach riss der Kontakt ab. Das Flugzeug kam nie an. Die Regierung löste eine große Suchaktion aus. 64 Flugzeuge und 8 Kriegsschiffe, zum damaligen Zeitpunkt die größte Suchaktion in der Geschichte der Luftfahrt. Am 19. Juli wurde die Suche eingestellt. Am 5.01.1939 wurde Amelia Mary Earhart für tot erklärt. Wir kennen sie aus dem Film Nachts im Museum 2. In der Welt von Resistance hingegen wurde die Insel von Hawaii von Amerika kolonisiert, da sie ein idealer Rücksichtsort im Fall einer amerikanischen Niederlage gegenüber den Bestien waren. Am 14. Juli 1953 verschwand die gesamte Bevölkerung jedoch spurlos, nachdem der Radiokontakt abbrach. Auch Amelia Earhart gehörte zu den Verschollenen und wurde wahrscheinlich von den Bestien umgewandelt und getötet. Ich weiß, ich habe gesagt, dass es nur 18 Persönlichkeiten sind, aber vor diesem Eiswerk habe ich nochmal den Roman Resistance, ein Sturmzelt aufgelesen. Dort ist mir aufgefallen, dass eine 19. historische Persönlichkeit in der Resistance-Welt lebt. Und zwar Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, geboren am 1.6.1926 in Los Angeles, gestorben am 5.8.1962 genau dort, war eine amerikanische Schauspielerin, Produzentin, Fotomodel und das Sexsymbol des 20. Jahrhunderts. Sie hatte einen IQ von 168 und lag damit 20 IQ-Punkte über Albert Einstein. Als Kind galt sie als schwer erziehbar und wurde streng christlich erzogen. Von ihrem Pflegevater im Alter von 12 Jahren sexuell missbraucht, heiratete sie mit 16 Jahren. Ihr Mann James Doctorey wurde 1943 in den Zweiten Weltkrieg eingezogen, was sie dazu inspirierte, als Model zu arbeiten, um den Männern an der Front Mut zu machen. Ihr Durchbruch war der 1953 erschienene Film Wie angle ich mir ein Millionär. Ihre populärsten Filme sind Blondie bevorzugt, Das verflixte siebte Jahr und Manche mögen's heiß. Ihre Rollen waren oftmals naive mit ihren reizend spielenden Mädchen in einer männerdominierten Welt. Monroe hatte 3 gescheiterte Ehen hinter sich und war tablettensüchtig. 1960 wurde sie von ihrer Analytikerin in die Psychiatrie eingewiesen. In der Nacht vom 4. auf den 5. August wurde Monroe bewusstlos von ihrer Haushälterin in Brentwood aufgefunden und verstarb in den frühen Morgenstunden des 5.8.1963. In der Welt von Resistance ist fast nichts über sie bekannt. Außer, dass sie genau wie in der realen Welt als Model gearbeitet hat. Ich lese jetzt an dieser Stelle einfach mal ihre Passage aus Ein Sturm zieht auf vor. Die Landezone war noch gut 3 Kilometer entfernt, aber Hale wusste, dass ihr Flugzeug einige Zeit bis zu LZ brauchen würde, also funkte er. Bravo 6 an Echo 3. Hören Sie mich? Over. Hier ist 3. Die Antwort kam sofort. Ich höre Sie laut und deutlich. Over. Wir sind ungefähr 45 Minuten entfernt, erklärte Hale. Und wir haben das Laufen satt. Over. Alles klar, antwortete Echo 3 fröhlich. Marilyn und ich sind schon auf dem Weg. Over. Hale grinste, als er von einer Eisfläche zur nächsten sprang, vorsichtig, immer in sicherer Entfernung von den Löchern. Das altgediente Vitol-Flugzeug von Echo 3 hatte das Bild einer wunderschönen, leicht bekleideten Marilyn Monroe auf der linken Seite des Rumpfes. Kaum erwarten sie zu sehen, sagte er, und meinte es. Over. Tja, over tatsächlich.
Dieser Fakt ist ohnehin zweifel der längste Fakt, den ich jemals für irgendeinen Eisberg machen werde. Junge, Junge, Junge.